Ja, herzlich willkommen zurück ins Horst-Schleif-Studio. In unserem letzten Beitrag in diesem Horst-Schleif wollen wir uns mit dem Thema biologischen Pflanzenschutz auseinandersetzen. Wir haben es ja im Laufe der Veranstaltung an ein paar Punkten schon angesprochen, dass es viele Bestrebungen gibt, im Bereich Biozide weiterzukommen. Das können einmal Isolate sein oder wo man ganz gezielt ein Bakterium, einen Mikroorganismus raus extrahiert, um den zu einer bestimmten Funktion einzusetzen. Oder das können natürlich auch Mikroorganismengruppen sein mit hoher Diversität, um bestimmte Themen im Boden wieder zu aktivieren. Wir haben uns mal ein bisschen umgeschaut in der praktischen Landwirtschaft, wo das tatsächlich zum Einsatz kommt heute schon und sind in breiter Fläche in Brasilien fündig geworden. Dort haben wir einen konventionellen Betrieb besucht, der das seit zwei Jahren einsetzt und das Ganze im Prinzip von der Herstellung, also von der Vermehrung der Mikroorganismen bis letztendlich in die Ertragserhebung rein intensiv dokumentiert und begleitet. Ich freue mich auf einen interessanten Beitrag von Bruno Reinhofer, Landwirt in Brasilien, im Bundesstaat Paraná, um das ein bisschen einordnen zu können. Das ist einer der südlichen Bundesstaaten, mit einer sehr, sehr hohen Dichte auch an intensiven Anbau von Mais zum Beispiel, aber auch von Getreide. Bruno Reinhofer ist seit 2007 in der Reinhofer-Gruppe tätig und bewirtschaftet den Betrieb zusammen mit seinem Vater Eduardo, mit dem Bruder Robert und der Mutter Hildegard. Ja, ich würde sagen, wir starten den Clip und freuen uns im Anschluss auf eine Live-Diskussion mit dem Herrn Reinhofer. Hallo Landwirtin. Mein Name ist Bruno Reinhofer, ich spreche von hier in Brasilien. Zuerst mal meinen vielen Dank an alle Familie Horsch für diese Einladung, hier teilzunehmen in dem Horsch-Seminar und ein bisschen erzählen um unsere Erfahrung mit biologischen Pflanzenschutzprodukten in Brasilien zu arbeiten. Zuerst mal unsere Geschichte. Hier ist mein Urgroßvater, mein Großvater und hier im Schoß mein Vater. Die kommen hier zu Brasilien in 1952 nach dem Zweiten Weltkrieg. Und hier ist auch ein anderes Bild, wo sie sind alle zusammen im Lastwagen. Und sie haben angefangen mit 20 Hektar Ackerland. Und heute hat die Reinhofer Gruppe ungefähr 8000 Hektar hier im Staat Paraná. Das ist hier im Süd Brasilien und wir sind in 5 Fläche. Hier haben wir den Bauernhof Santa Isabel, den anderen Bauernhof, den nannten Copim und Campo Bonito, Santa Barbara und hier Reserve. Hier im Süd Brasilien ist es ungefähr bei uns 1800 mm per Jahr den Regen und wir haben auch in unseren Betrieben zwischen 800 bis 1200 Meeresspiegel von Höhigkeit zu besprochen. Meine Entschuldigung um mein Deutsch, weil ich habe ein Dialektdeutsch, bin von deutscher Abstammung, aber hier in Brasilien geboren und ich probiere das Beste zu Ihnen die ganze Ideen und die Strukturen, die biologischen Werte zu besser ausstrukturieren. Okay, wir befinden sich hier. Wer mehr Informationen auch will wissen von dem Reinhofer Group, ist in der Website, auch in Deutsch. Und da ist ein bisschen mehr von der Geschichte und mehr Bilder auch. Weiters geht's. Ich finde das erste Folie ist wichtig, weil wir reden von und besprechen von einem Thema, wo hier in Brasilien neu ist und wir sind auch im Gesetz. Hier sind in dem Folie 2 Regeln und ein Gesetz in Brasilien, wo man kann schon das vermehren die Bakterien und die Pilze. Deswegen muss auch in einen Konsum
gehen in der Richtung und nicht in einen Verkauf für einen Nachbar oder in einen anderen Staat. Diesmal ist es alles in der richtigen Reihe und ich finde, das ist auch sehr wichtig, weil wir sind auch im Gesetz drinnen. Alles, was wir machen hier in der biologischen Seite, ist nicht außer dem Gesetz in Brasilien. Warum? Dass man hat die Gruppe und wir das angefangen, was sind die Ziele für den Einsatz von Mikroorganismen? Das erste ist immer die Kosten. Ich finde, jeder Bauer probiert immer mehr die Kosten zu niedriger machen. Insgesamt kommt mit die Nachteiligkeit. Das ist weltweit und hier in Brasilien auch. Und zuletzt, aber nicht weniger wichtig, sind die keine chemischen Rückstände. Das hat auch in den letzten Jahren ein Druck hier in Brasilien angefangen. Und in der Industrie wird das auch sehr viel besprochen die letzte Zeit. Unsere Boden hier in der Gruppe, in Phosphorum sind wir 12 Punkte. Hier in Brasilien die über 8 Punkte ist eine gute Zahl. Organisch Material haben wir auch, ist auch sehr wichtig und haben auch eine gute Zahl, 51. pH ist 5,3, das ist alles Durchschnitt von den 8000 Hektar. Und hier, wir arbeiten zwischen 5 bis 6,5 ist der Nummer in pH eine gute Zahl. Der Kalium ist oben, 9,3 oben ist eine gute Zahl. Und ich würde auch sagen, dass die Kationaustauschkapazität, wo wir haben mit 15, ist auch gut und hier auch sehr, wird das auch sehr beachtet. Und die anderen Zahlen sind auch hier, aber wir gehen weiter um die Zeit. Aber nur, dass man einen Augenblick haben, wie schaut der Boden hier aus. Hier ist mal eine Karte, wo wir eine Fläche haben in diesem, wo alles angefangen hat, wo in dem Hof Santa Barbara, hier in der Stadt Bion. Und wir haben diese Fläche mit 250 Hektar. Was haben wir gemacht das vorige Jahr im Mai? 120 Hektar probieren mit Versuchen auch mit biologischen Produkten zu arbeiten und weniger oder keine chemischen Produkte zu benutzen. Und in der anderen Hälfte, die grüne Hälfte, wo man das sieht, ist die chemische Seite, wo normal ist und wo die chemischen Produkte werden benutzt. Hier ist die Struktur an dieser Farm am Anfang. Die Struktur sieht man gut, die isolierten Mikroorganismen. Und das TMT, das ist das Naturwald-Mikroorganismus, das werde ich weiter in der nächsten Folie ein bisschen mehr besprechen. Aber da ist nur, dass man einen eigenen Blick hat, wie das funktioniert in ein Hof. Das ist im isolierten, ja, muss man schon ein bisschen eine Reinigung haben, aber in diesem TMT haben wir im Freien gemacht, nur oben ein Dach. Das sind zwei Fass mit 1000 Liter und da kommt Mehl, Zuckerrohr und Wasser, außer den Boden, den Naturboden, wo auch hier reingeht. Und dies bleibt 3 Tage mit viel Luft und das vermehrt sich nach 3 Tagen und nach 3 Tagen geht es auf das Feld. Das sind noch Bilder von hier vom Hof, wie das aussieht und vom Wald, wie der Wald hier aussieht. Nicht so besonders, ist ein normaler Wald hier bei uns in der Farm. Und hier sieht man auch die Brauergerste, wo ich bevor gezeigt habe, die 250 Hektar, 120 mit biologischen
Produkte, wo wir benutzen, und 120 mit chemischen Produkten. Dieses war das erste Jahr. Wir haben hier die ganze in der ersten Spalte die ganze Eigenschaften danach. Und wir sehen hier, dass es echt in jeden 10 Tage ungefähr eine Spritzung gab es in dieses biologische Site, kann man so sagen. Und das ist gegangen bis an der letzte Woche und ohne keine chemischen Produkte zu benutzen. Das Vorjahr war das, in dieses erste Jahr. Danach segnen auch hier die chemischen Rückstände. Das ist auch, war auch sehr wichtig, und das haben wir auch gemacht in jede Kultur, dass man auch sehen, in diese Gutachten, was man hier sieht, was auch bleibt in den Produkten. Und hier an der Gerste sieht man, dass man in der ersten Spalte 0,01 von diesem Methominostrobina, und das ist hier in Brasilien das Produkt Fusão. Wir haben das nicht benutzt und haben das nicht in der chemische Produkte. Ich finde, das ist ein Laborproblem. Und das sieht man auch, dass es in der chemische und hier, wo steht Daniele Fappa, da ist auch von der Versuchsstation, hier von der Genossenschaft, wo wir Rheinhofer Gruppe teilnehmen, hat es auch hat das auch das gleiche Nummer, war in der drei verschiedenes Gebietsmanagement, kann man so sagen. Aber was auch da, was man eine gute Achtung muss hin, dass im biologischen Braugerste war nur das, wo ich schätze, das ist ein Problem vom Labor. Am Rest war keine chemische Rückstände. Aber deswegen in der Braugerste, wo chemische Produkte benutzt sind, waren, da ja, da waren noch mal zwei, Tebuconazol und Ibrotone, waren auch mit Zahlen. Und genau so war es hier mit Bixafen am Ende. Und bei der Versuchsstation in der Experiment, wo sie haben gehabt, da hat es auch gezeichnet, dass es schon rückstehende chemische Produkte waren. Nicht in eine große Zahl, aber es waren. Das sieht man auch in diesem, dass keine rückstehende chemische waren in diese biologische Braugerste, und das ist schon eine gute Nachricht, dass man echt das kann irgendwie bearbeiten. Hier am nächsten ist im anderen Hof, Campo Bonito. Da benutze ich auch die Gleichfolie, was man da benutzt, wenn Michael Horsch hier in Brasilien war. Das habe ich auch so gelassen. Da waren der Gebietsmanagement in Biologie und in Chemie. Da waren zwei Spritzungen in Chemie und 8 in wo Biologie reingekommen ist. Das ist im Sojabohnen. Das waren ungefähr 100 Hektar Ackerland. In diesen 100 Hektar Ackerland haben wir an der Nähe Karte die Gleichsorten. Das ist die Zeus hier in Brasilien, wird sehr angebaut hier in der Umgebung. Da haben wir 150 Hektar gehabt. Und der Unterschied, und da waren nur chemische Produkte und das Gebietsmanagement war nur mit chemischen Produkten. Da haben wir die Unterschiedanalyse gemacht, und das hat ungefähr 2000 hier Reais per Hektar. Das gibt ungefähr, dass man eine Ahnung hat, 333 Euro per Hektar. Gehen wir weiter hier in Sojabohnen. Dies war das erste Jahr. Hier sind die ganze, in dieser Tabelle die ganze
chemische Produkte, wo benutzt waren. Und da sieht man auch, wann dass sie sind benutzt waren, die Kosten, das ganze Eigenschaften, das haben wir, aber um die Zeit kann ich leider nicht eins hier besprechen. Aber hier haben wir in der Tabelle die ganze chemische Produkte, was hier in diesem ersten Jahr in der Sojabohnen wir benutzt haben. Und im gleichen Feld haben wir das gemacht mit den biologischen Produkten. Insgesamt in der Gruppe geht 4 bis 5 Mal Fungizide. Dies Fungizide ist normal 4 bis 5 Mal in der Sojabohnen und hier haben wir 2 bis 3 Mal gespritzt. Und diese Spritzung hat sich auch in mehr Tagen ausgemacht, weil zwischen ein und einem anderen chemische Produkte waren die biologischen und die haben das irgendwie gehoben, die Krankheiten und Insekten. Hier kommen Weiden auf Mais, das war im letzten Jahr. Wir bauen hier an im September und zwischen Januar und Februar wird das geerntet. Hier sehen wir genau verschiedenen Mais über dieses gleiche Feld. Da haben wir auch biologisch und chemisch Gebietsmanagement gehabt. Insgesamt waren es 74 Hektar. Von diesem haben wir 30 Hektar gemacht mit biologischen Produkten. Einfach eine mit chemischen Produkten am Anfang. Und dann nachher haben wir gemacht nur biologische Produkte. Da ist ein guter Unterschied zwischen den chemischen Produkten und biologischen. Die Kosten sind auch sehr unterschiedlich. Im Kosten hier im biologischen ist es 4 Reais, gegen am chemischen 46 Reais, mit eine Spritzung. Und hier, wo nur chemische Produkte waren, war ein Kosten mit 323 Reais. Das gibt einen Unterschied ungefähr mit 570 Reais per Hektar. Ungefähr mal zwischen 6 Mal ist der Euro. Dann kann man hier beschätzen, das ist ungefähr 80 bis 90 Euro, die unterschiedlich Gebietsmanagement zwischen biologisch und chemisch. Hier sehen wir auch auf dieser Tabelle, was benutzt ist, geworden, hier in der chemischen Produkte, in diesem Fall, in Mais. Da war die Kosten auch am Ende ungefähr 750 Reais. Und hier sind die biologischen Produkte, die sind benutzt waren in diesem Mais, in der letzten Ernte. Und die Kosten sehen wir genau, die Unterschiedlichkeit. Das war ungefähr 300 Reais, 270, dass man mehr genau ist, Reais per Hektar. Und das Teure im Biologische ist das operationell, ist der Diesel, was man hier benutzt, die Kraftwerk. Hier das sind die Kosten. Hier, wenn man sieht, die Kosten in Produkte von der biologischen Produkte sind sehr klein. Weiter gehen wir in der chemischen Rückstände hier beim Mais. Das war auch eine Analyse, die wir gemacht haben. Aber hier in der chemischen und im biologischen Mais waren keine chemischen Rückstände oder keine, wo der Labor hat können beachten. Und das sind die, zum Beispiel hier am ersten Fall ist, kann man hier nennen, Axtem bibride.
Hier ist mit 0,01, wenn das weniger wie das die Zahl ist, dann kommt es nicht mal hier in diese Gutachten. Das war auch diese Analyse, wie ich habe schon gesagt, hier im Mais war keine Rückstände chemische, nicht mal im biologisch und nicht mal im Gebietsmanagement von chemischen Produkten. Schwarze Bohnen, wo Traugott immer befragt, wenn er herkommt nach Brasilien, haben wir auch gemacht dieses Jahr. Der Anbau war im Februar und die Ernte war im Mai. Schwarzen Bohnen, hier ist die Tabelle, wo wir benutzt haben, wo die ganzen Spritzungen sind. Von dieser Fläche auch die gleiche Fläche mit 74 Hektar. Das geht aus mit einem chemischen Spritzung hier in dem 19. März. Und das Rest war alles mit biologischen Produkten. Und das ging bis am Ende gut. Die Gesundheit von der Pflanzen war sehr gut. Und das ging sehr gut in diesen schwarzen Bohnen. Die chemischen Rückstände haben wir nicht gehabt. Aber hier haben wir leider keinen Vergleich mit einem Gebietsmanagement nur mit chemischen Produkten. Aber war ein guter Ertrag und das ist sehr gut, dass man diese Gutachten haben, dass keine chemischen Rückstände sind, auch in diesen schwarzen Sojabohnen. Schwarzen Bohnen, Entschuldigung. Wie ist heute die aktuelle Struktur hier? Ich habe geholt den Hof Campo Bonito, Bauernhof hier. Die isolierten Mikroorganismen, das sieht man hier, muss sehr beachten in der Reinigung. Hier ist ein Bild mit das Mehl, wie das ist in dem anderen Bild, das Mehl mit dem Stamm, mit den Zeppen zusammen für das Vermehrung. Und in diesem anderen Bild ist das TMT, das Waldmikroorganismus, das wird sich auch vermehrt und in 3 Tagen. In der isolierten, das ist verschieden, das kann 24 Stunden gehen bis 4 Tage. 4 Tage ist meistens die Pilzen, weil die Bakterien, die gehen schneller wie die Pilzen zur Vermehrung. Dieses Jahr haben wir die Braugerste auch im Auge, dass man auch viel Produkte und andere Gebietsmanagement machen. Leider haben wir nicht die chemischen Rückstände noch. Ich glaube, in 30 Tagen kommt diese Gutachten. Aber wir haben schon einen guten Augenblick, was dieses Jahr war. Wir haben sehr Probleme gehabt mit dem Netzfleckenkrankheit. Das ist hier das größte Problem. Und dieses Jahr war nicht gleich wie das Vorjahr. War ein Jahr, wo sehr viel die Krankheit bei uns leider war. Und am Ende, ab September, haben wir leider mit chemischen Produkten müssen spritzen, dass es nicht aus dem Ziel geht. Und jetzt in den Rückstände-Analyse mit chemischen, wenn man auch das beachten, ob das Produkt, wo wir dahin benutzen haben, in diesen 2 Spritzungen auch in der chemischen Rückstände, auch dass die gleichen Produkte auch da sind. Im Weizen dieses Jahr haben wir auch eine 3 Fläche gemacht mit biologischen Produkten. Das ist auch ziemlich gut gegangen, aber hier haben wir auch ein Problem mit dem weißen Schimmel. Ist hier eine von der größten Probleme im Weizen. Und wir haben auch probiert, aber und versucht, am Ende haben wir die chemischen Produkte benutzt, um zu nicht die Ertragung
zu irgendwie niedlichen. Und da werden wir auch schauen in diesem chemischen Rückstände, ob das auch stimmt, was wir in diesem, die Produkte im chemischen benutzt haben, ob das das gleiche ist, wo in dem chemischen Rückstände auch ausgezeichnet wird. Pflanzenschutzplan, ich finde, hier haben auch, was benutzen wir hier in Brasilien oder was können wir hier auch benutzen. Hier sind von den Nematoden, haben wir die Bacillus, die von der Familie Amylocephalus, ist eine von diesen, aber wir haben die drei heute hier, wo man kann benutzen. Von Krankheiten, Boden auch, Bacillus subtilis, das benutzen wir hier, der Reinhofer Gruppe. Trichoderma wird auch viel benutzt hier bei uns und hat Erfolg hier. Ist einer, wo mehr Erfolg hat hier und Studium auch hier in Brasilien. Wir haben auch hier andere von der Nährstoffe auch Produkte, wo man kann auch benutzen, hier die ich nannte, nennen Menschen die 3-4, der Azospirillum ist sehr benutzt hier für die Wurzeln in Mais, mehr wie in anderen Kulturen. Bacillus megatherm ist ein anderer, wo auch viel Studium hat hier von der Embrapa, die ist die Forschung hier in Brasilien über Phosphorum. Bradyrhizobium, ich finde, das ist, wo am meisten benutzt wird hier in Brasilien, in der Sojabohnen. Und das wird inokuliert, wenn man das anbaut, im Anbau schon. Dann haben wir auch Rhizobium, und entschuldige, wenn ich einen vergessen habe da, aber das sind sehr viele. Und ich bin mir sicher, da kommen schon viele noch dazu. Das sind auch von Blätterkrankheiten. Pumilus benutzen wir stark viel hier, Subtilis auch, das war auch, und Trichoderma auch. Die drei werden sehr viel benutzt hier bei uns in der Gruppe. Hier sind über Insekten, das war, glaube ich, da hier der Anfang in Brasilien, wo man hat echt gesehen, dass das biologisch sehr gut funktioniert, wenn es richtig gemacht wird. Und heute wird es viel benutzt, dieses Bauwerte, das ich nenne, Chromobakterie auch, Bauwerte mehr hier in Insekten und Chromobakterien mehr in Isaria auch. Metarhizium ist der andere, wo auch viel benutzt wird. Dieses Bacillus am ersten hier wird über die Raupen und das andere, das ich sagen kommt auch mit anderen Insekten durch. Dieses ist eine Pflanzenschutzplanung von einer Firma. Die Companies, die bringen immer mehr Neuigkeiten und auch, was sie vorschlagen, dass man kann benutzen. Hier würde ich auch im Beispiel sagen, was sehr wichtig ist, hier ist, was in der blaue Schalte hier ist, was man echt kann benutzen, das haben sie schon Studium. In Gelb, wenn es nötig ist, oder Bedarf hier. Und Rot ist nicht vorgeschlagen zu benutzen. Dann, wenn man hier ein Beispiel nimmt von diesem Azospirillum zum Beispiel, hier ist vor am Anbau, in diesem Sulkenspflanzungen, das kann man auch benutzen. Und dann wird es nicht empfohlen. In der Bestockung ist schon befohlen, dass man es benutzt und am Ende nicht mehr. Das ist nur ein Beispiel, da kann man eine ganze Planung machen mit den verschiedenen biologischen Zepten. Hier ist nur ein Beispiel, wie es wir in der Gruppe machen. Wir haben hier auch eine Planung und über diese Planung gehen wir in eine Richtung, dass
meistens das wird sich das unterscheidet sich ein bisschen ein paar Tage bevor oder nachher im Regen. Überhaupt so im Regen ist sehr wichtig, dass das auch gut nötig ist und dass es man auch gut benutzt. Hier sind bei uns die Stickstoffen hier am Ende, wo hier steht Urea. Was wir benutzen auch sind hier das TMT, das ist vom Wald, ist auch eine, das macht auch mit bei unserer Planung. Und was wir sehen im Feld, durch am Kreislauf, das kann und sicher wird sich auch ein bisschen verändern. Aber nur, dass man einen Augenblick, eine Ahnung hat, wie das funktioniert. Ich finde, hier ist die Faktoren sehr wichtig, dass man was können wir Landwirte, ein Bauer, was haben wir einen Beeinfluss über den Ertrag? Im Klima leider, das ist 50% von unserem Ertrag und wir können nicht vieles machen. Aber am Boden, das ist ungefähr 23%. An den Pflanzen, die genetisch und das Anbau, das ist auch die 30%. Und Verwaltung, das ganze Gebietsmanagement, das ist auch eine 40%. Da haben wir viel zu bearbeiten und zu gut machen. Augenblick, wie kann man das Qualität, eben die biologische Zeit, eine Analyse machen. Wir machen sie mit zwei Enzymen, Aryosulfatase und Beta-Glucosidase. Hier haben wir ein Beispiel von den ganzen Flächen hier, aber nur, dass wir einen Augenblick haben hier in einem Beispiel. Hier ist FC1 Pikette, das ist immer in der Gruppe ein sehr guter Ertrag, wenn ich sage ein sehr guter Ertrag, 3-4 Mal besser Ertrag wie in einer Fläche, in einer normalen Fläche. Und da haben wir unter die Enzyme, das sind ungefähr 300 Enzymzahlen weniger. Und dass wir auch einen Vergleich haben, hier wo Floresta steht, das ist der Wald. Ich habe nicht so, finde nicht, das ist nur immer mit dem Wald zu vergleichen. Ich finde, besser ist eine Fläche mit der Hand. Und im Durchschnitt kann man sich sicher immer die Analysen machen, wo man besser ertragen hat und wo man schlechter ertragen hat, über die Enzymen. Die Enzymen sind, eine Qualität, so genannt kann man das nennen. Warum? Weil die Bakterien das Enzym das auslassen. Sie können nicht das Essen, das Nährstoff essen. Aber die Enzyme machen von der organischen, von dem organischen Material das Nährstoff, das namhäfig wird für das diesen Bakterien und diese ganze Biologie, was hier im Boden ist. Ich finde, das ist sehr wichtig und da kann man schon einen Augenblick haben, wie unser Boden und wie bei uns in der Fläche durch die verschiedenen Pflanzen das kann, wenn man einen Mais hat ein Jahr, wenn man einen Sojabohnen hat ein Jahr, beeinflusst das oder nicht oder wie viel. Da haben wir schon einen guten Augenblick. Aber diese Analyse kann man auch machen, nicht nur im Bezahlen, weil ein Landwirt, glaube ich, muss auch besprechen, nicht nur an diesen Gutachten und am Papier, aber wie kann man das auch im täglich, was ist da ein Sensor im täglichen Tag? Von einem Landwirt. Ich finde, die Wurzeln ist das Erste, die Menge und wie viel und die Gesundheit von diesen Wurzeln. Hier sind auch Beispiele von zwei Insekten, die waren hier von Bauveria und Metarhizium. Sind auch, das sieht man, wenn man das Spritzung macht mit diesen biologischen Produkten. Hier ist auch ein Bild vom Wald und
von der Orangenbaume hier in unserem Betrieb, wo wir jetzt sind, in Kopien. Da hat mein Bruder auch einen Test gemacht. Wir haben hier in diese Bäume Probleme mit einer Krankheit, eine schwarze Krankheit. Und da hat er auch mit TMT das gespritzt und das ist sauber geworden. Ich finde, ein Landwirt hier in Brasilien und in Deutschland, ich finde, es ist vielleicht nicht so viel anders. Er glaubt echt, wenn er sieht. Und bei ihm im Boden, bei ihm in der Pflanzen, nicht bei einem Nachbar oder nur an der Forschung. Und da sieht man auch, dass man kann. Die Sensoren haben wir auch. Außen andere, ich würde auch noch sagen, eine Fläche, wo sehr viel Problem hat mit Phytotoxidetis, mit chemischen Produkten, das ist auch ein Sensor, dass hier der Boden hat auch Probleme mit biologischen, ist nicht so gut biologisch gerät. Am Schluss, was können wir sagen von Wartung und Pflege? Ich finde, Temperatur ist sehr wichtig. pH ist auch sehr wichtig. Der Blix ist der Zucker. Muss man auch sehr beachten. Die Reinigung, vielleicht hier in Deutschland ist es sehr normal, aber hier in Brasilien muss man schon ein bisschen mehr beobachten auf diese Reinigung. Das Wasser auch, was wir benutzen, ist ein Wasser, Regenwasser, und das geht auch über ein Ozonio-Produkt, das man auch nicht haben, dieses Problem. Hier sind die Bilder, da kann man sehen, eine Karte, wo sie benutzen, die Vorarbeiten. Hier im Labor machen wir Testen schon vor halb Jahr, was besser, was nicht so gut ist, was man kann verbessern. Hier ist das Biofilm, und in diesem Biofilm, da sieht man schon, das ist schon ein gutes Zeichen, dass das Produkt auch gut gemacht ist geworden. Betriebsbereit, hier sieht man eine Baumaschine Horsch, wie mit einem Fass. In diesem Fass ist die Inokulation. Wir haben On-Farm, wie ich schon gezeigt habe, aber außer On-Farm haben wir auch zwei oder drei Produkte immer, wo wir auch kaufen hier im Markt, und die werden gemischt. Und hier ist nur ein Beispiel, wo in der Inokulation, finde ich, ist der beste Weg für das alles anfangen, und wo man echt hat, große Erträge haben, nur wenn man das schon anfängt zu ändern. Hier sind Firmen und Companies, wo schon bearbeiten das Biologie und die Biologieprodukte. Da sieht man auch, so wie zum Beispiel Bayer und BASF haben auch schon Möglichkeiten. Und ich finde, das ist eine Tendenz, sodass chemische Rückstände auch ein bisschen verbessern. Und immer mehr kommen, habe hier nicht Nummer für das beweisen, aber in den letzten zwei Jahren war das wo biologische Seite, wo am meisten gewachsen ist hier in Brasilien. Und trotzdem ein ganzes Problem oder nicht so Sicherheit, wo man haben, aber nur um die Nummer, wo man schon haben und was man schon sieht auf dem Feld, haben wir schon die Erwachsung von diesen Produkten. Ich glaube, niemand weiß nichts alleine, und wir lernen jeden Tag und haben schon viel gelernt in dem ein Jahr und halb. Ich denke, hier nennen ein paar von diesen Kollegen. Hier ist Seosotomita, wo kommt das TMT vom Wald. Vermehrung. Fernando Andreotti ist ein Lehrer hier in São Paulo. Sehr gut. Ich habe schon viele Schulungen mit ihm gehabt und kennt sich wirklich gut aus in diesem mikrobiologisch im Feld. Jeder Mendes ist von der Embrapa. Das, was ich habe gezeigt von der Enzymen, kommt auch von der Forschung von ihnen. Agrarion FAPA, hier ist unsere Genossenschaft. FAPA ist von der Genossenschaft hier, wer alle die Forschung macht. Rogério Via ist ein Bauer hier in Goiás, in Brasilien. Und er hat auch mit dieses angefangen, schon acht oder mehr als 18 Jahre.
und macht heute schon viele Produkte und bearbeitet schon viele Produkte, biologische Produkte und benutzt schon bald gar nichts mehr von chemischen Produkten, anbelangt chemische Produkte. Brenner Mara ist auch ein Professor hier Umgebung, war auch schon hier in der Rheinhofer-Gruppe in der Betriebe und hat auch schon sehr gute Ideen gegeben, wie man das kann noch mehr verbessern. Mein vielen Dank und ich hoffe, wenn irgendwas geblieben ist in dieser Zeit von der Frage, werde ich probieren, das auch antworten, weil ich habe heutzutage mehr Fragen wie Antworten, aber was ich kann, werde ich gerne machen. Vielen Dank. Ja, willkommen zurück hier im Horsch Live Studio zur Fragerunde und an der Stelle natürlich bon dia, Bruno, herzlich willkommen bei uns hier im Studio. Ja, bei uns ist Mittag, aber guten Morgen oder guten Abend oder Nachmittag und es freut uns auch, dass wir irgendwie mit etwas mithelfen können. Ja, an der Stelle nochmal vielen Dank für den sehr, sehr interessanten Vortrag, auch diese sehr detaillierten Auswertungen. Ich glaube, das ist genau das, was auch die Landwirte interessiert, immer ein Stück weit zu sehen, was macht man und was passiert dann tatsächlich auch bei dem, was wir ernten, also im Ertrag und auch in der Qualität. Ja. Ja, wie ich habe gesagt, ich entschuldige mich um meinen Dialekt. Ist nicht ein Perfektdeutsch, aber ich hoffe, dass es auch die Leute, dass man halt irgendwie das verstanden. Und jetzt sind wir auch hier für die Fragen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch, Fragen zu stellen. Genau. Also ich denke, das Deutsch ist absolut perfekt für den Inhalt auch gewesen. Wir sehen das, weil wir haben Fragen bekommen. Das heißt, die Zuschauer haben sich mit der Sache auseinandergesetzt und vielleicht zum Beginn eine eher allgemeine landwirtschaftliche Frage. Ihr habt ja jetzt Mais und Soja gesät. Sind die Sachen termingerecht gesät worden und sind sie auch gut aufgelaufen? Ja, der Mais ist schon in der richtigen Zeit, würde ich mal sagen. Und es geht bis heute sehr gut in dem Klima. Es ist heiß, bei uns ist schon bald Sommer. Und an der Soja ist, kann man sagen, schon bald 20 Tage eine Verspätung. Das ist, weil dieses Jahr war ungefähr 3 bis 5 reif hier, sehr kalt. Früher war das normal und in den letzten 3 Jahren war nicht so viel reif, waren mehr trockene Jahre, heiße Jahre. Und das hat die Gerste und die Weizen auch mehr als 10 Tage vorgeschoben. Und nachdem kommt ja dann die Soja im gleichen oder einen Tag nachher, aber wenn du nicht kannst ernten, die Gerste oder die Weizen, dann wird es auch in der Soja, das ist automatisch. Dieses Jahr ist nicht etwas, wo so sehr ein Problem, würde ich sagen. Ab 20. November ist nicht eine gute, bei uns hier nicht eine gute Zeit für Sojaanbau, aber ungefähr 70 bis 80% war schon angebaut in der idealen, kann man sagen, Zeit. Mhm. Okay. Das heißt, die Basis passt auf jeden Fall erstmal gut und den restlichen Witterungsverlauf muss man natürlich noch ein Stück weit abwarten, da ist noch ein bisschen früh eine Prognose zu geben. Ja. Genau. Ja, wir haben ein paar Fragen bekommen zu dem Thema biologischer Pflanzenschutz und eine Frage war, sehen Sie Probleme bei der Ausbringung von diesen biologischen Präparaten? Gibt es da besondere Anforderungen an Düsentechnik oder an Filtertechnik in der Pflanzenschutzspritze? Ja, ich habe gesagt, wir lernen noch viel, aber was man schon sieht, dass es am Abend im Feld muss das gespritzt werden. Am Tag hier bei uns ist sehr, in dieser Zeit ist es, aber im Winter auch,
die Temperatur ist sehr hoch und das würde ich sagen, das ist schon ein Nachteil, wenn man das nicht kann respektieren, dass man es am Abend das Produkt ins Feld bringt und am Tag. Der Unterschied, glaube ich, da verliert man schon eine gute, wie sagt man, Fläche, Percentage. Und etwas anderes ist auch, es ist schon ein bisschen mehr eine Arbeit dazu, weil im Chemischen, das kann ein Monat, zwei Monate aufheben in dem Hof. Und im Biologisch ist das nicht so gut, mehr als eine Woche bis 10 Tage mit der Klimaanlage, wo wir haben ungefähr 15 bis 18 Grad Celsius. Und dann muss man schon das Produkt machen und gleich oder wie schneller, wie besser ins Feld hinein. Und das ist auch bei der Forschung auch schon sehr gut gesprochen, dass es dauert viele Jahre, ungefähr 3 bis 5 Jahre, dass man echt das sieht, dass ein ganzen Kreis Zirkel, das ist schon alles benannt. Das ist ja nur nicht die Fungiziden, das ist ja nicht nur gegen die Insekten, das ist ja im ganz genau. Der Professor, was hat vor mir geredet? Ich fand es war sehr gut, weil er hat gesprochen über Nährstoffen. Hier in Brasilien, die Stickstoffe werden sehr gut benutzt im biologischen System. Das ist über die Pflanzen, die Soja, das bringt das von der Luft in die Wurzeln. Und da benutzen wir das ich genannt habe, der Bradyrhizobium, ist ein, wo hier in Brasilien der berühmteste, ich glaube, der berühmteste Mikroorganismus, was es hier benutzt wird. Okay. Bei der Ausbringung selbst gibt es da, ich sag mal, auch technische Herausforderungen. Muss ich irgendwo mit Düsen aufpassen? Neigt sowas eher zum Verstopfen zum Beispiel wie ein chemisches Produkt? Ja, das ist so, wie mehr, dass man daran tut. Ich werde jetzt ein Beispiel geben, Trichoderma ist heutzutage auch sehr berühmt in Brasilien. Das Trichoderma, das macht sich ein bisschen ins Grüne Farb und das ist ein bisschen ein Problem in der Filter von der Dosen. Und das kann auch ein Problem geben in der Zukunft. Aber viel mehr Probleme als der chemische, würde ich nicht sagen. Ich glaube, da fehlt noch viel Forschung. In der Düsen auch, aber man kann nicht sagen, das ist ein Problem, dass man es nicht macht. Es kann schon Probleme geben mit den ganzen Mikroorganismen, weil meistens geht man mit 8 bis 10 Mikroorganismen zusammen und die Mischung kann schon irgendwann ein Problem geben in den Bilden von den Düsen. Okay. Wird, wenn ihr diese Mikroorganismen vermehrt auf eurem Betrieb, wird, bevor ihr das ausbringt, auch eine Kontrolle gemacht, ob die Anzahl passt, ob die Vermehrung erfolgreich war? Ja, leider, wir haben nicht im Bauernhof ein Labor, so ein technisches Labor. Bei uns ist es mehr ein normales Labor. Da kann man schon schauen, wie viel da dran ist. Und eventuell sieht man auch, wenn andere Organismen da sind. Das Problem, was wir viel schon bemerken, ist, das kommt schon mit den Produkten meistens. Und das ist nicht das Problem in der Vermehrung, aber schon von den Produkten, die schon kommen. Da ist schon meistens ein anderer Mikroorganismus, weil das ist so nicht so leicht, die Sauberkeit und das Ganze 100% hin. Das sieht man ja jetzt schon in dem Problem, was wir haben, in Bakterien, wie es geht in einem Krankenhaus, der muss sehr, zum Beispiel, da muss es sehr sauber sein. Okay. Wir haben eine Frage bekommen von einem Zuschauer zu dem TMT, also zu diesem Erdtee, den ihr ansetzt. Ja. Was kommen da für Komponenten rein, um diese Vermehrung der Mikroorganismen zu stimulieren? Was kommen da für Zutaten dazu?
Das ist so, Herr Wimmer, wenn man es anschaut, wir haben ein Rezept, aber ich weiß nicht, ob das auch das gleiche Rezept oder das beste Rezept für Deutschland würde. Bei uns geht es die Erde, wo ich erklärt habe, dann geht Mehl, das ist vom Weizenmehl, was wir benutzen hier, wo wir finden hier in der Umgebung. Und auch wir benutzen das, das Zucker, aber das rohe Zucker, vom hier, was man auch findet, das kommt meistens hier vom Staat São Paulo, wo viel Rohstücke haben und das auch zur Verfügung haben. Aber es geht ja auch, was man um der Umgebung hat. Weil die Mikroorganismen, die sind ja von der Region. Und das muss man auch sehen vom Klima an, was sie auch haben da. Weil nur das Vermehren und nachher ins Feld rein und dann das geht nicht weiter, das ist auch nicht der Zweck. Der Zweck ist, die Mikroorganismen, was man schon hat, die probieren wieder zurück und das wieder verarbeiten im Feld. Dass das wieder irgendwie ein Leben oder mehr Leben hat, wie es früher auch war. Gibt es für diese biologischen Produkte, gibt es dort schon Berater, die ganz gezielt in den Betrieben unterstützen? Oder wie ist da aktuell der Wissenstransfer in Brasilien organisiert? Ja, es ist so, bei uns hat das ein Jahr und halb angefangen, wirklich in Testen, wo wir haben gemacht und machen noch weiter. Aber in der Forschung ist es ziemlich neu. Wenn man es ansieht an der Forschung, wo schon haben mit chemischen Produkten gearbeitet, dann geht es auch nebenbei und es fängt auch an, immer mehr Testen geben bei derselben Versuchsstation, was es gibt in Brasilien. Ich habe jetzt nicht hier Nummer für das Beweisen, aber dass Biologie hier in Brasilien, das wo am meisten wächst, in der Landwirtschaft und es wächst trotzdem, wo nicht so viel Forschung ist. Das soll schon irgendwie heißen, dass irgendein Resultat ist. Aber wir benutzen das sicher noch nicht so richtig oder wie man es halt selbst machen, weil die Forschung noch immer nicht so dabei ist. Und die Forschung, was es anbelangt, im Staat, bei uns ist es Embrapa der Name, das ist schon mehr als 20 Jahre, die Forschung über Biologie oder über Mikroorganismus. Aber das Problem war, dass es bis an der 2000 Jahre war, wir haben Katzen in der Vergangenheit und haben noch bis heute ein schwieriges Problem, das sind die analytische Kontrolle oder die analytische Nummer. Wenn du das für einen Forscher, wenn du nicht die Nummer hast, dann wird das nicht scientific beweist, dass das echt irgendwie hilft. Und die analytischen Probleme, die wir haben gehabt, die waren sind noch ein Problem. Ich habe gezeigt die Enzyme in meinem Vortrag, aber das ist ein Sensor, wo man kann ausnutzen für schauen. Aber ein Sensor, nicht das Feld mit dem Wald. Ich würde sagen, das Beste, wo man kann vergleichen, ist ein Feld mit dem anderen Feld. Ja. Meistens ist die gleiche Sorten, meistens sind die gleichen Dinge, die chemischen Produkte, wo eventuell auch benutzt werden. Aber ein Feld gibt viel besser als das andere. Es kann sein, wenn es nicht Physikproblem ist, dass dort die Biologie auch viel anders ist und das kann die Antwort sein für die andere Erträge. Aber das heißt, das ist eine Entwicklung, die aktuell in der Praxis stattfindet. Das heißt, Betriebe sehen Vorteile und machen dann Schritt für Schritt weiter, um Erkenntnisse zu sammeln. Ja, jeder macht, wie man sagt, was er liest dazu, von Artikeln und sagt, wo man alles findet im Internet. Aber es gibt noch nicht eine Linie, eine technische Linie und sagt, nein, eine Gerste musst du die ersten 10 Tage mit diesem Produkt rein. Oder hier in Brasilien ist es sehr, in der chemischen Seite ist das sehr
die Forschung ist sehr stark und da gibt es schon die ganze Tage, wo du musst Mist reingehen oder nicht. Das geht schon automatisch, würde ich schon sagen. Und an der Biologie haben wir das leider noch nicht. Okay. Vielleicht so ein bisschen die Marktchancen anzuschauen. Ist es aktuell schon so, dass es in Brasilien einen Markt gibt für, ich sag mal, nehmen wir mal das Beispiel Gerste, die Braugerste, wenn man beweisen kann, dass mit wenig Rückständen das Produkt ist, kann man dann schon einen besseren Preis dafür erzielen? Ist der Markt schon soweit? Ja, ich heutzutage nicht noch. Michael, würde ich sagen, aber ich glaube, dass wir in der Zukunft überhaupt Weizen und Brauergerst, ich finde, das ist der erste Schritt. Ich finde, nachher kommt dann Mais und zum Schluss Soja für die Rückstände. Aber leider, es gibt noch nichts, aber wir sehen schon hier in Brasilien, weil das kommt ja mehr von Europa und von Nordamerika. Die Rückstände probieren zu null machen. Aber hier in Brasilien sieht man schon viel Universität, viel Studium, Leute, wo das schon ausbringen in der Media und sag mal weltweit, dass es schon gibt Rückstände. Es ist schon in den Zahlen, wo es recht ist. Aber niemand will das benutzen, das Essen. Jeder will ein Essen, wo null hat Rückstände. Obwohl das für diese Leute ist das nicht, ob das im Gesetz ist drin oder nicht. Sie wollen null Rückstände. Und das sieht man, und ich finde auch persönlich, das ist die Zukunft. Irgendwie müssen wir Bauern und wir Landwirte sich anpassen oder das schauen, dass das geht, dass wir können produzieren, ohne die Rückstände in der Zukunft. Das, denke ich, deckt sich auch mit unseren Einschätzungen. Wenn wir ins Gespräch gehen, wird das Thema Rückstände mehr und mehr thematisiert. Und natürlich ist es so, wenn man einen Verbraucher fragt, ob er ein Produkt haben möchte oder bevorzugt ohne Rückstände, also ohne messbare Rückstände, ich glaube, dann ist die Antwort klar, die wird ja sein. Die Antwort von dem her, denke ich auch, dass das ein wachsender Markt sein wird. Definitiv. Ja, am Anfang kann es sein, Herr Michael, dass es ein Bonus, irgendein Wert mehr hat. Keine Rückstände haben, sogar, aber weiter bis weiter, Jahr für Jahr, das wird schon ein Limit. Oder hast du keine Rückstände oder kannst du nicht das Produkt verkaufen? Ja, genau. Bruno, ich habe noch eine letzte Frage aus dem Chat bekommen, ganz praktisch auch. Dehnen Sie den Einsatz auf dem Betrieb aus, dieser biologischen Mittel, oder sagen Sie, nee, ich bleibe erstmal bei den Parzellen, wo ich angefangen habe und sammle Erfahrungen? Ja, das ist so, Herr Michael. Wenn man sieht, mit großen Erträgen, wenn man hat eine gute, in Englisch sagen Sie Performance, wenn man hat jetzt gute Erträge, guten Boden, langsam zu langsam soll das hineingehen, das biologische. Aber das Wechseln oder keine chemischen Produkte im ersten Moment, den ich nicht empfohlen, ich finde, das muss langsam und langsam immer mehr mitmachen mit der Wirtschaft. Aber das kann man nicht einfach die Nährstoffe oder die ganzen Produkte, was man von der Dinge aus und vom Spritzmittel auch, das Ganze auf einmal ändern auf Biologie. Ich finde, das muss langsam anfangen. Der Landwirt muss testen auch und das sehen im Feld, weil am Ende dran wird das Feld zeigen und nicht ich oder ein Forscher. Das ist der Landwirt, wird das sehen im Feld. Aber das muss gradativ und langsam gehen. Okay, ja. Ich denke, das ist genau das, was wir an vielen Stellen sehen, dass man sich halt vorwärts tastet, einfach Sachen ausprobiert, beobachtet und auch ein Stück weit für den eigenen Betrieb, die eigenen Bedingungen, dann Lösungen erarbeitet oder auch Lösungswege findet. Ja, darum finde ich es wichtig, dass die Landwirte, so wie hier in Brasilien, gibt es der eine, hier direkt in WhatsApp-Gruppe, das Gas, das ist Agricultura Sustentável, die haben
Landwirte von ganz Brasilien. Und Brasilien ist so groß. Und ich tät das in Polen, in Deutschland das Gleiche, weil meistens in einer Region funktioniert ein Mikroorganismus viel besser wie in anderen Regionen. Und ich finde, der Austausch zwischen den Landwirtschaft, in der Landwirtschaft, zwischen den Landwirten, das ist sehr wichtig. Und meistens, das gewinnt Zeit, weil die Forschung, die braucht ja auch 3 bis 5 Jahre für das Testen und einen Beitrag geben über das. Und das meistens ist auch eine Zeit, wo man da nicht kann verlieren vom Testen und von Erfahrungen. Ja, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort für die Diskussion, weil genau das haben wir uns auch vorgenommen, dass wir ein paar Denkanstöße auch wieder verteilen. Einfach zu sagen, okay, was gibt es denn weltweit schon für Ideen, für Ansätze und das einfach mit Landwirten zu teilen, um zu schauen, wo können wir denn noch Potenziale einfach heben? Wo findet man noch Leute, die sich damit intensiv beschäftigen wollen? Ja. Ja. Ja, und in ein paar Jahren lerne ich mit euch hier in Deutschland sicher noch. Definitiv. Ja, Bruno, vielen Dank für den Beitrag und natürlich auch noch vielen Dank jetzt für diese Live-Diskussion auf diese Entfernung, auf über 10.000 Kilometer Entfernung. Ich denke, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Ja, sehr. Und wieder mal vielen Dank an der ganzen Familie Horsch. Und dass immer, wenn man kann, irgendwie helfen, sind wir immer bereit, das machen. Ja. So, dann vielen Dank und schöne Grüße nach Brasilien und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, Deutschland auch. Ja, dann sind wir tatsächlich mit unserem Horsch Live für dieses Mal am Ende angelangt. Ich denke, es war aus meiner Sicht eine sehr abwechslungsreiche Veranstaltung mit vielen Themenblöcken, Mikroorganismen, biologischer Pflanzenschutz jetzt hinten raus. Wir haben uns natürlich auch mit betriebswirtschaftlichen Themen und natürlich auch mit technischen Themen auseinandergesetzt. An der Stelle noch der Hinweis, die Beiträge bleiben erhalten. Das heißt, wir haben alle Beiträge einzeln auf unserem YouTube-Kanal verfügbar gemacht für denjenigen Teil von euch, der vielleicht jetzt erst dazugekommen ist oder aus anderen Gründen einfach nicht die Zeit gefunden hat, live dabei zu sein. Ja, ich darf mich an der Stelle nochmal bedanken bei allen Referenten, die das mitgestaltet haben. Von sowas lebt natürlich so eine Veranstaltung, von dem Input. Einen ganz speziellen Dank natürlich an die Landwirte, so wie der Herr Reinhofer, die eben bereit sind, uns ein bisschen reinschauen zu lassen in die Betriebe, was dort gemacht wird, an was gearbeitet wird und was vielleicht auch die Themen für die Zukunft sein können. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.